Sieh jetzt 5 Minuten aus dem Film Einfach mal was Schönes. Oh Gott, ist das scheiße. Oh, wo ist er denn jetzt? Hallo? Oh Gott. Oh no. Come on. Oh. There's no Okay. Los, 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 los! Komm schon, Carla! Noch ein Stück! Ja. Komm, gib alles, gib alles! Ja! Gib alles! Hey, großartig! Oh, tut mir so leid. Das war echt eine bescheuerte Idee von mir. Nein! Sorry. Ich dachte, das wäre halt mal was anderes für ein erstes Date. Sollen wir abbrechen? Nein! Nein! Ich find's. Das ist doch super! Oder? Ganz sicher? Ja. Okay. Dann geht's weiter. Jetzt sehe ich nur noch eine Station. Und zwar. Was? Und ich. Oh, komm schon, sag, was ist es? Entschuldigung. Sorry, das war nur das Adrenalin. Ja, der verdammte Sturzflug. Oh. Was? Ich weiß nicht. Ich habe nur ganz kurz gedacht, ob wir das nicht vielleicht morgen nochmal machen könnten. Also, wir können den ganzen anderen Kram noch weglassen. Ich fand's nur nicht schön. Das klingt gut. Ja? Oh, mal kurz leise. Hi, Schatz. Ja. Ich hab doch gesagt, dass ich um 8:30 wieder zu Hause bin. Rot. Ja, ich schau mal. Weiß ich jetzt noch nicht. Bis gleich. Was ist los mit dir? Hallo ihr Aliens da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Space Shuttle, der letzten Sendung ihrer Art. Ich heiße Carla und dachte, dieser Tag würde anders verlaufen. Zum Glück ist jetzt Nacht, um genau zu sein, 0:05 Uhr, 5 Minuten nach 12. Sag mal, also hier Ultravox auf Mundharmonika, findest du nicht ein bisschen mellow, depri, overdramatic? Ich glaube, es war ein sehr besonderer Moment, der unsere 10 Hörer sehr glücklich gemacht hat. 10? Du bist ja optimistisch, seit du 40 bist. Ich bin 39, du Muschi. Ja, Mann, Thorsten, Mann, Reinfall. Überraschung! Ich zieh mal die Idioten an, echt. Ach, naja, wieso? Der Harald mit dem Analproblem, der war doch nett. Oder der Querdenker, über den konnte ich auch immer lachen. Wie ist nochmal der, der nicht wollte, dass du Ohrringe trägst, den du immer verheimlicht hast? Du tust immer so, als wäre das nur ich. Was ist denn, wenn es nur noch Arschlöcher gibt? Da kann ich doch nichts für. Naja, gibt's schon auch immer denn selbst in der Garderobe ab, wenn ein Typ auftaucht. Danke, das hat richtig geholfen jetzt, danke. Happy Birthday. Was machst du denn da? Das ist mein Periodenhandtuch. Mein Tampon ist voll, ich will aber den Moment nicht verpassen. Wo hast du den her? Der war überall ausverkauft. Wahre Liebe, Baby. Können wir nicht einmal Kinder kriegen? Nee, ich hab diesen Druck nicht. Ich find's schön so. Du brauchst mich ja gar nicht so angucken. Das machst du schön alleine mit irgendeinem Pimmel. Mama, was machst du denn da? Ach, Carla, der Schlüssel geht nicht.
Der Schlüssel ist für Notfälle. Ja, natürlich. Aber ich war gerade in der Gegend und da dachte ich, wir könnten wenigstens zusammen backen. Ich habe alles mitgebracht für den Kirschkuchen, den du so liebst. Zu deinem Geburtstag war ich ja nicht eingeladen. Ich habe gar nicht gefeiert. Das könnt ihr dann ja morgen. Ist das das Kleid, das du anziehst? Das ihr alle anzieht, du und deine Schwestern, für euren Vater? Zur Hochzeit mit seiner neuen Frau? Ja, das hat Johanna ausgesucht. Schön. Einfach mal was Schönes. Hier auf YouTube.